Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Evoland mit Rudolf und mit dem Bram. Oh ja, oh, erst mit dem Maus wieder aus dem Bildchen. Hoho. Und wir haben Mittwoch, ein schöner Tag heute. Fromage. Ja, bla bla. Lava du mal weiter. Wir haben auf jeden Fall jetzt beide Seiten des Amulettes und deswegen werden wir uns jetzt nochmal kurz zu unseren Komparsen im Norden der Stadt bewegen. Und Rudolf macht sich auf den Weg. Mal gucken, was das Gespräch so ergibt. Wird geladen. Und da haben wir auch unseren alten Kollegen Sid. Hallo David, jetzt wo ihr das ganze Amulett habt, könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Sie befinden sich östlich von Naoka gleich hinter dem Fluss. Viel Glück. Yo, auch ich war ein Abenteurer wie ihr, yo, doch, dann traf mich ein Pfeil im Yo. Nun, yo, sagen wir, yo, ich konnte eine Weile nicht sitzen, yo. Ich würde ja euch ja helfen, yo, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen, yo. Tja, yo, machst du nix, aber gar kein Problem für Rudolf. Denn Rudolf macht's alleine. Rudolf haut den Gegnern ab die Beine. Oh, jetzt sollte mehr Reim. Juhu. Reime Dingeling. Dingelingelingeling. Was sagst du denn? Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, das ist der gelbe Hain. Das ist der gelbe Hain. Der gelbe Hain, Mama. Der heilige Hain im Süden. Der verderbt uns allen. Anheimgefallen ist. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. What the fuck? Okay. Das war solch ein wunderschöner Ort, ein ruhiger Ort. Blabla, denn das kann ich lesen. Wenn das stimmt, fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Aber kein Problem, Rudolf wird euch alle retten. Und so macht sich Rudolf auf den Weg. Aber als allererstes kaufen wir uns ein paar geile Sachen hier bei der Nutte. Ich möchte ein paar Sachen kaufen. Was kaufen wir denn? Ruf jetzt ein schneller DVD-Player. Und tschüss, langsam CD lassen, ihr werdet uns nicht fehlen. Ich habe natürlich auch in den Kommentaren gelesen. Na, einfach mal einen Trank kaufen, geht auch klar. Was können wir noch kaufen? Hier die Phoenix-Daune. Und, na komm, die Seitenkarte kaufen wir uns auch noch. Und Toter König, eine neue Karte für Doppelzwilling. Naja, wie die Monster. Also, ich habe von euch gelesen, ich hätte wohl schon mein Mini-Radar vergessen. Wir können uns kurz mal heilen und speichern. Die Ruinen von Sardanuk im Nordosten der Zarischätzen nehmen so viele Gefahren. Ihre scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei, wenn ihr dort aufbrecht. Heilung? Jupp. Und speichern tun wir nochmal. Gib ihm! Rudolf macht sich auf den Weg zur schwarzen Zitadelle. Und mal gucken, wie viele Kämpfe bis dahin bestreitet werden müssen. Oh mein Gott! Und schon geht's wieder los. Gegen vier Gegner auf einmal. Kann das gut gehen? Pakun, Zumba, Apida und Paka und Pakun. Naja, wir greifen aber an und greifen uns das nochmal an und boah, 25 Damage, yeah. Und daneben, was für ein Noob, ey. Wir machen Magie. X-Kristall. 24 Damage, Mama, ist das nicht toll? Apidia, du bist am Arsch, oh yeah, Rudolf. Und wir machen einen Zauber. Heilung können. Also 24 Damage, yeah. Nein, Rudolf, hilf mir! Bam, 33 Damage auf das Zumba ist erledigt. Oh yeah, so läuft das heutzutage. Machen wir mal einen kleinen X-Teil auf das Pakun und bam, Junge! Mit Karens befallen und zerfallen. Oh ja, Pakun, deine Geschichte ist kaputt. Und nochmal angreifen und ja, da haben wir den Kampf gewonnen. 65 Gliss und 22 AP. Rudolf hat Stufe 10 erreicht, sein Wert für Leben wurde erhöht. Karens hat Stufe 10 erreicht, sein Wert für Leben wurde erhöht. Juhu! Mein Gott, ein weiterer Kampf. Wer konnte das nur ahnen? Dabei sind die Zwischenkämpfe doch so selten. Ja, ein Sommer und ein Atom, war gar kein Problem. Oh mein Gott, 4 und 3 Damage, gar kein Problem. Das Atom machen wir jetzt erstmal kaputt. Aber vor das Sommer, 34, One-Hit, Bam, Combo und tot. So läuft das hier. Heilung können. Oh ja, und Rudolf macht jetzt auf das Atom an. Ja, da steht es drauf. Es bewegt sich nochmal mit seinem kleinen Panzer. Aber gar kein Problem. Penetrationsschlag von unten. Pow. Und das Atom ist erledigt. Hey, wir haben Schildkrötensuppe gemacht, 300 Gliss und 13 EP gewonnen. Juhu! Boah, sind wir geil. Rudolf ist so geil. Oh Gott, ein weiterer Kampf. Wer könntest du sein? Wir müssen uns da tun, ein weiterer Zombie. Was machen wir nur? Oh Gott, Rudolf, du musst uns retten. Boah, 18 Damage auf Saturn, keine Schnitze. Magie! Heilung können! Ah ja, yeah, geil, ey. Und ein weiterer Schlag, boah, 29 Schatten. Da fehlt leider genau ein Chance, wir haben gar kein Problem. Wir heilen uns nochmal. Heilung können! Ah, daneben. Oh yeah, learn to play. Das Saturn lebt ja immer noch. Hätten wir noch die Eier.
Nein, das war falsch. Los, Rudolf, mach kaputt! Mach kaputt! So sieht's aus. Perfekt kaputt gemacht und das Sommer hat auch keine Schnitte. Wieder mal haben wir gewonnen. Die Welt ist fast gerettet. 300 Skills, 13 AP. Oh yeah, baby. Davon ist die schwarze Zitadelle. Oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Wir betreten die Zitadelle. Es ist so ruhig. Da steht jemand. Ich als Schatten. Ihr seid es also! Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Nennt mich einfach Cyperos. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber eure Mühe sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine. Ich beweise euch. Und zwar jetzt. Und jetzt beginnt der Kampf. Leck mir doch die Eier. Oh, 23 Damage. Das fiel heute rein wie sonst was. Karre. Boah, 10 Damage nur. Verdammte Kacke. Erstmal haben wir noch Gegenstände, oder? Was können wir denn machen? Achso, das ist ein normaler Trank. X-Kristall. Wazzaga. 23 Damage. Oh ja, komm, Rudolf. Mal einen schönen Schlag. 18 Damage hier. Bam. Oh ja, Karies Befall. Und weitere 16 Damage. Oh mein Gott, wie wir ihn ficken. Wie wir ihn hart ficken. Und nochmal 8 Damage von Rudolf. Ja, Rudolf war dafür ein bisschen schwach, muss man echt mal sagen. Ja, Magie, Heilunken! Oh ja, wir fühlen uns wieder stark. Rudolf greift an. Bam! 18 Damage auf Zipperos. Boah, Zipperos greift an. Rudolf mit Karies 13 Damage. Oh mein Gott, können wir uns verteidigen. Rudolf greift nochmal 19 Damage. Und direkt nochmal Karies hinterher. Bam! Ein Restschaden. Sind wir stark, oder was? Bam! 15 Damage. Rudolf gibt nochmal eine richtig dicke Klatsche. Nochmal Heilunken. Oh ja, Baby. 20 Damage, nein, aua, aua, aua. Ich werde dich verteidigen. 11 Damage. Rudolf, ich muss mich heilen. Hallo, Kurt. Oh Gott, schon wieder 13 Damage. Rudolf, tu mir was. Okay, ich hau mal die Fresse. Bam, 17 Damage. Nein, hau ich schon wieder. Mama, ich will mich zum Heilen. Hallo, Kurt. Aber gar kein Problem. Ich hau noch mal auf die Fresse. Bam, weitere 12 Damage. Ich bin so geil. Oh nein, ich bin getroffen worden. Karies, hilf mir. Aber jetzt hau ich noch mal kurz 14 Damage. Karies! Boah, Junge, wie wir ihn fertig machen. Was geht jetzt ab? Das reicht. Ich habe genug von diesem Spielchen. Oh Gott, was passiert jetzt? Kame! Hau ihn auf die Fresse! Ne? Hau ihn auf die Fresse! Bam! Kame! Oh, 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 oh! Ha! Boah, alter Vater! Boah, leck mir die Eier. Das tat weh. Erstmal einen Trank aufschmeißen. Oh ja, 50 Leben. Schmeißen wir nochmal einen Trank auf uns selber. Bam. Yeah, Rudolf, ich habe wieder Lebensende. Alter, 31 Damage, hast du einen Arsch offen. Auf die Fresse, Junge. Jetzt packen wir mal den Stock aus. Ja, nochmal hier Halunken. Halunken. Boah, Alter, 38 Damage. Der gibt uns aber richtig fett, ey. Hier, bam, gib ihm aufs Maul, Junge. Boah. Wir halten es weiter. Hallo können! Und Rudolf gibt ihn jetzt auf die Fresse. Und bam, Junge, 9 Damage. Echt ein bisschen wenig. Kame. Aua. Schnell heilen. Kame. Und jetzt kommt Haar direkt hinterher. Nein. Oh Gott. What the fuck? Phoenix! Ich lebe wieder. Und ich bin wieder tot. Phoenix! Ah, ich lebe wieder. Oh, ich bin wieder tot. Okay. Jetzt nehmen wir uns aber mal selber einen Trank für uns. Boah, Alter, leck mir doch die Eier. Ah. Wie viel Life hat denn der Wichser? Macht er mich jetzt tot? Kame. Okay. Heilen. Zum HMH. Will er mich jetzt tot machen? Oh Gott, ein spannender Kampf. Oh, nur 64 Damage. Alles gut. Komm, fall um. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt fallen wir nämlich um. Nein, wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. So sei es. Kann sein, dass wir verlieren mussten. Oh mein Gott, was ist denn nur passiert? Rudolf. Rudolf, mach irgendwas. Rudolf.
Karius. Danke. Ihr werdet immer für mich da, habt mich immer beschützt, an meiner Seite gekämpft. Bitte versprecht mir, dass ihr weiter kämpft. Bitte gebt uns so einen furchtbaren Mann zurück. Ich werde bei euch wachen. Ich nehme Drogen. Und so ist Rudolf traurig, aber er schwört Rache. Kraft weg, eine besondere Kraft ist euch erweckt. Sohn des Drachen, Spezial. Bahamut. Ja, 624 Damage. Ich glaube, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zu Badabau zurück, wenn meine Wunden geheilt sind, zerstöre ich die Welt, die ihr so liebt. 2000 Glissen, 50 EP gewonnen. Und so macht sich Rudolf gebrochen wieder auf den Weg zurück nach Aogai. Ein weiterer Kampf, er ist gebrochen. Karius, wo bist du nur? Oh, und es gibt einen Timer dafür. Ja, hol das selber drauf. Karius ist halt nicht 26 Damage, 5 zurück vom Atun. Aber kein Problem. Ich werde dich rächen, Karius. Ich werde dich rächen. Ich werde dich rächen, ich schwöre es. Ich schwöre es. Boah, Atun, stehe, Verrecke und burn in der Hölle. Und weiter machen wir es auf Atun. Aber mein Gott, wieder ein weiterer Kampf mit einem Atun und einem Sommer. Ah, oh, daneben. Und 7 Damage. Aber gar kein Problem für Rudolf, denn er haut jetzt mit einem One-Hit das Sommer kaputt. Oh yeah. Rudolf ist schnell, schnuppen stark. 8 Damage. Gar kein Problem, Jungs. Gar keins Problem. 17 Schaden. Nochmal 2 von Matun. Final Flash. Boah, Matun ist auch besiegt. Die 300 Kills, 13 Erfahrungspunkte. Oh, und wir sind fast wieder da. Nochmal ein Matun und ein weiterer Sommer. Und dann sind wir auch schon wieder in der Stadt mit ein bisschen Glück. Und One-Hit-Kill. Yeah, 9 Damage. Gar kein Problem. Wir können uns aber ganz kurz heilen. Heilungen! Oh yeah, 36 kann das viel besser als KBS. Bam! Auf die Fresse, Nutte! Wie es mich angreift hier, es will mich penetrieren. Aber so sind Schildkröten mal, die wollen mich immer von hinten nehmen. Oh yeah, und er ist besiegt. Stufe 11. Unser Angriff wurde erhöht. Und da sind wir in Aogai auch wieder. Aogai, was machen wir jetzt? Erstmal heilen und speichern. Ihr müsst zu meiner Mauer von Karius retten. Braucht ihr jetzt Heilung? Brauchen wir. Spielstand speichern? Auch speichern. Vielleicht können wir uns ja nochmal was Neues kaufen. Oder kauft. Wir kaufen uns nochmal einen Phoenix-Daune. Und wir kaufen uns auch nochmal. Nein, den Trank brauchen wir nicht. Wir können uns jetzt heilen. Ich würde sagen, wir spielen auch nochmal Karten. Ich liebe der Pötzwilling. Ja, bla bla. Kompletter Satz. Ja. Oh, Mittel. Jetzt geht's los. Ich glaube, wir fangen hiermit an. Und legen es dahin. Das finden wir schon mal nicht schlecht. Boah, Junge, was ist das denn? Aber das holen wir uns auch noch Probleme wieder zurück. Also, hier ist es, Schnuggi. Und unsere Punkte, Nutte. Ah, das war ein Fehler. Ich sage dir. Das war ein Fehler. Ne, ich muss ihn jetzt da hinsetzen. Wenn ich ihn da hinsetze, können wir im Zweifel 2 Karten auf einmal holen. Dann setzen wir ihn da hin. Oh yeah. Das war jetzt. Ja, aber irgendwie dumm, oder? Jetzt hole ich mir nämlich 2 auf einmal. Jetzt habe ich doch quasi schon gewonnen. Dass wenn sich jetzt noch eine holt. Na ja, gut, aber Dead Up Hedun, da hole ich mir auch noch. Und gewonnen. Ja, gar kein Problem. You win! Das war ein nettes Spiel. Und so machen wir uns auf den Weg. Na. Ah, rede mit mir. Ich hoffe, ihr besiegt diesen Zypros. Und rettet unser Land und die ganze Welt. Welt! Gehen wir noch mal gucken, was der Norden uns sagen möchte. Und so macht sich Rudolf auf nach Norden. Und talkt doch mal mit Sid.
Oh. Karis mag nicht mehr unter den Lebenden, weil noch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass ihr Rudolf begleitet. Ihr Kopf wird zu viel mehr mit ihm sein. Jo, ich kann nicht fassen, dass Karis tot ist, Jo. Das ist ein trauriger Jo-Tag für die Annalen von Aoi. Anal. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Rudolf übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Zyperus zu besiegen. Mit der Kraft von Karis werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir glauben alle an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas seid, vielleicht kann ich euch helfen. Wir sind alle verdammt. Punkt, Punkt, Punkt. Die meisten von uns glauben euch nicht übel, oder? Jo. Ja, nicht übel. Ich glaube fest, dass Karis nicht umsonst gestorben ist. Rudolf, wir müssen zumal aber mal vor uns über uns besiegen. Einfach alle mal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nimm damit Gedanke zum Malabau. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Rudolf. Luftschiff, genug gelaufen. Wir kommen an Bord von Air Evoland. Aber als anderes wird Rudolf sich nochmal kurz erkundigen, was der Typ für uns tun kann. Da, da. Was kannst du für uns tun? Für den Rat. Geht euch mit Chocobos aus. Der redet ja gar nicht so. Das sind ein spitzes gelber Riesenvögel. Sie leben im Norden. Sie leben in den Ebenen im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Hauer. Gekocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Ich kenne da jemanden, der ist zu weiß. Wollt ihr einen Rat? Sterne. An vielen verschiedenen Orten in den Volandia sind Sterne versteckt. Doch nur große Abenteuer vermögen sie alle zu finden. Ihr habt bereits 9 von 30 gefunden. Ich hörte dort so einen Stern im Schrein der Bahamut. Babamut. Karten. Schilde doppelt zu, ihr braucht mehr Karten, um Champion zu werden. Ihr habt bereits 8 von 23 Karten gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass dort mehr Karten versteckt. Schrein der Babamut. Als ich gefunden kamen viele reisende Hände nach Auge. Jetzt, wo die Leute es rauskommt, kommt niemand mehr hierher. Allerdings hörte sich nur, dass sie Händler im Nordwesten Wald niedergelassen haben sollen. Vielleicht hat der interessante Ware auf dem Lager. Alles klar, also machen wir uns im nächsten Völkchen direkt auf den Weg mit der Evoland. Zu unserem Ziel, zum Malabaum. Ich danke fürs Zuschauen. Schaut auch mal wieder zu Evoland mit Rudolf.